Hypatia von Alexandria war eine der außergewöhnlichsten Intellektuellen aller Zeiten. Alles, was wir über sie wissen, stammt aus antiken Dokumenten. Leider gibt es nur wenige Informationen über ihr Leben, obwohl es einen Konsens darüber gibt, dass sie eine hochgebildete Frau war, die von ihren Landsleuten anerkannt wurde und einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zeit hatte, in der sie lebte. Hypatia erlangte große Bekanntheit in verschiedenen Wissensgebieten wie Mathematik, Philosophie und Astronomie und lehrte über diese Themen. Ihre Spuren in der Geschichte sind jedoch vor allem in den ersten beiden Bereichen zu finden, nämlich in der Mathematik und der Philosophie. Zu ihrer Zeit folgten nur wenige Frauen dem intellektuellen Weg, den Hypatia beschritt. Wir können sagen, dass sich ihr Leben von dem der meisten Frauen in der antiken Welt unterschied. Und selbst im Vergleich zu den Männern ihrer Zeit zeichnete sie sich durch ihre außergewöhnliche Weisheit aus. Hypatia wurde um 370 nach Christus in der wohlhabenden Stadt Alexandria in Ägypten am Nildelta geboren, eine Metropole, die der Eroberer Alexander der Große um 330 vor Christus gegründet hatte. Sie war ein großes kulturelles Zentrum der antiken Welt mit der berühmten Bibliothek von Alexandria, die ein umfangreiches Archiv zu vielen Wissensgebieten beherbergte. Hypatia war die Tochter von Theon, einem bedeutenden und angesehenen Mathematiker, Astronomen und Philosophen aus Alexandria, der wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung seiner Tochter hatte. Sie hat sogar an einigen Büchern ihres Vaters mitgewirkt, obwohl sie selbst auch einige ihrer eigenen Bücher verfasst hat. Leider sind diese im Laufe der Zeit verloren gegangen, obwohl man annimmt, dass einige bekannte Kommentare über Mathematik und Mathematiker wie Euklid und Ptolemäus von ihr geschrieben wurden. Hypatia stand dem Neoplatonismus und dem Neopythagoreismus sehr nahe, zwei Denkströmungen, die das Studium der Philosophie von Platon und dem vorsokratischen Pythagoras wiederbelebten. Möglicherweise interessierte sie sich auch für das Werk von Plotinus, obwohl wir uns dessen nicht sicher sein können. Während sie diese philosophischen Vorlieben hatte, kommentierte sie auch die Werke anderer Philosophen. Neben diesem Fachwissen war sie auch äußerst begabt im Umgang mit Zahlen und hatte ein beeindruckendes Verhältnis zur Mathematik. Wir wissen, dass Hypatias Unterricht sowohl von heidnischen als auch von christlichen Schülern besucht wurde. Einige der Schülerinnen und Schüler waren wohlhabend und stammten oft aus Familien mit Regierungsbeamten. Sie unterrichtete nicht nur, sondern hielt auch Vorträge zu verschiedenen Themen. Das tat sie oft an öffentlichen Orten, obwohl es Berichte gibt, dass sie auch in ihrem eigenen Haus Vorlesungen hielt. Hypatia wurde von ihren Schülerinnen und Schülern sehr bewundert und geliebt, die großen Respekt vor ihr hatten. Einer von ihnen, Synesius von Kyrene, mit dem sie korrespondierte, schrieb, dass seine Lehrerin ein Hydrometer und ein Astrolabium geschaffen hatte. Es gibt aber auch Stimmen, die behaupten, dass sie diese Instrumente zwar nicht geschaffen hat, aber beide mit großem Geschick gebaut hat. Hypatia war berühmt für analytisches Denken. Viele Mathematikerinnen und Mathematiker kamen zu ihr, um Hilfe bei einem bestimmten Problem zu bekommen, und sie schaffte es in der Regel immer, es zu lösen und alle zu beeindrucken. Hypatia von Alexandria blieb bis zu ihrem Tod eine Jungfrau. Interessant ist, dass sie einmal auf die Frage, warum sie nie geheiratet habe, antwortete, sie sei mit der Wahrheit verheiratet. Es gibt noch eine andere Geschichte über Hypatia, die sehr bekannt geworden ist. Sie war eine intelligente, charismatische und auffallend schöne Frau. Obwohl sie ihr Leben Studien widmete und viele sie bewunderten, bewahrte sie das nicht vor einem tragischen und gewaltsamen Tod. Im März 415 ging sie durch die Straßen ihrer Heimatstadt, als sie plötzlich mitten auf der Straße von einer Gruppe von Christen angesprochen und in eine Kirche gebracht wurde. Dort wurde Hypatia nackt ausgezogen und grausam gefoltert, ihr Körper zerrissen und mit Tonscherben zerschlagen. Nach dieser Brutalität wurden die restlichen Teile ihres Körpers in ein Lagerfeuer geworfen. Diese schreckliche Tat wurde angeblich durch die religiösen und politischen Rivalitäten der damaligen Zeit motiviert. Obwohl wir nicht viele Informationen über ihr Leben und ihre Taten haben, reicht das, was wir über Hypatia wissen, aus, um sie als eine der berühmtesten Frauen der Geschichte zu betrachten. Sie ist nach wie vor sehr einflussreich und es gibt sogar feministische Zeitschriften, die nach ihr benannt sind. Hypatia hat auch einige Maler inspiriert und es gibt sogar eine Verfilmung über das Leben dieser bedeutenden Frau. Trotz des Mangels an Details über ihr Leben und ihre möglichen Werke ist der Name Hypatia von Alexandria
durch die Zeit gelangen und legendär geworden.